Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play FIFA 15 Bier Goalkeeper im Karrieremodus. Mit mir dem Patrian LP. Es gab eine kleine Pause, weil ich ja vier Tage lang bei einem Seminar in Niederösterreich in der kompletten Einöde war. Ihr habt vielleicht das Bild auf Facebook gesehen, wo ich dieses Landschaftsbild am Arsch der Welt gepostet habe. Also das war wirklich am Arsch der Welt. Das nächste Geschäft, die nächste Ortschaft war circa 4 Kilometer weg, 4, 5 Kilometer. Wir waren irgendwo 700 Meter auf einer Anhöhe, mitten im Wald, in einem Tal, das völlig abgeschirmt war von jeglicher Zivilisation. Aber, wir hatten Satellitenempfang, das heißt, ich habe alle Champions League Spiele gesehen und ich habe auch die Europa League Spiele gesehen und da gibt es dann Interessantes zu bereden natürlich. Aber viel, viel wichtiger ist, meine Münchner Löwen, ja, meine Münchner Löwen haben heute gebrüllt und die haben 1-0 in Frankfurt gewonnen gegen den FSV Frankfurt. Ja, auf jeden Fall heißen die so. 1-0 gewonnen durch ein Tor von Walde Drama in der Schlussphase, nämlich in der 84. Minute. Und das war ganz, ganz wichtig, weil Aalen hat auch 2-0 in Düsseldorf gewonnen. Außerdem hat Sandhausen, ja, das ist ja komplett crazy, das hätte ich mir von Rattenball Leipzig nie gedacht, dass die 4-0 gegen Sandhausen verlieren. Also Wahnsinn, Wahnsinn Leistung von den Sandhauser. Sandhäuser sagt man, glaube ich. Champions League, da wurden die Bayern ja abgeschossen, aber erst in der Schlussminute. Also eigentlich ist Bayern in der zweiten Hälfte besser rausgekommen, aber dann hat doch Lionel Messi und Neymar den Unterschied gemacht. Die haben dann in 10 Minuten 3 Tore geschossen. Jetzt denke ich mal, ist der FC Barcelona schon im Champions League Finale. Juventus Turin mit einem Bein hat 2-1 gegen Real Madrid gewonnen. Aber Real braucht halt nur ein Tor und die sind weiter. Ne? Also die haben Cristiano Ronaldo und ihr wisst, Cristiano Ronaldo ist immer für ein Tor gut. In jeder Phase des Spiels. Da kann es auch in der 94. klingeln oder in der ersten Minute. Boah, jetzt hätte es fast bei uns geklingelt. Ah, abgefälscht, zweimal abgefälscht. Zum letzten Mal von Ziegler. Es gibt jetzt nochmal Eckball über Werner. In der Europa League hat Sevilla gegen... Oh ja, Tor von Heuberg. 1-0 FC Augsburg gegen Paderborn. FCA 1, SC Paderborn 0. Danke, bitte. Sevilla 3-0 gewonnen gegen Fiorentina. Die dürften auch im Europa League Finale sein. Was mich überrascht hat, war Napoli. Die haben gegen, ich weiß nicht, wie man diese ukrainische Mannschaft ausspricht, Dnipro, keine Ahnung, haben die nur 1-1 gespielt zu Hause. Waren schon 1-0 in Führung. Da dachte ich, oh, das geht alles klar für Napoli. Denkste. Haben noch mal in der Schlussphase den Ausgleich kassiert. Richtig bitter einfach. Es hat auch die zweite österreichische Bundesliga gespielt. Da schauen wir mal, wie viel denn das Farmteam von RB Salzburg gespielt hat. Ich hoffe doch verloren. Ja, sie haben 1-0 verloren gegen den SKN St. Pölten. Ich finde das Groteske ist ja, dass eigentlich alle Mannschaften um RB Leipzig Farmteams für RB Leipzig in Zukunft sein wird und dass diese Profi-Clubs auch nochmal Farmteams haben, so wie Red Bull Salzburg eben den FC Liefering auch nochmal ein Farmteam haben. Leider hat Wacker Innsbruck nur 0-0 gespielt gegen Floridsdorf. Hartberg hat 1-3 zu Hause verloren gegen Lustenau. Kapfenberg hat ein 2-0 nochmal gedreht gegen den SV Horn und 3-2 gewonnen zu Hause. St. Pölten im 1-0 gespielt und im Topspiel, nämlich Lars Klintz gegen Mattersburg, 0-0 nach 3 Minuten. Da kann noch nicht viel passiert sein.
Wer spielt denn in der ersten deutschen Liga heute? Der HSV gegen den SC Freiburg. Sollte sich was tun, dann wird das noch im Video angesprochen. Ja, Bobadilla wird da alleine gelassen vorm Paderborner Tor. Werner kann da auch frei durchlaufen und da muss sich Bobadilla die Kugel nur einmal annehmen. Aus der Drehung. Kruse, keine Chance zum Halten. FC Augsburg 2, SC Paderborn 0. Danke, bitte. 10 Minuten später klingelt es direkt wieder. Aber ich sag mal, gegen Abstiegskandidaten müssen wir so auftreten. Da sollten wir wenig zulassen, da sollte wenig passieren. Ich wurde wieder mal gefragt, warum ich nicht Zusammenfassungen für meine Beer Goalkeeper Videos mache. Hat einen Grund. Ich müsste 2 Spiele aufnehmen, die dauern 40 Minuten. Ich müsste beide Spiele rendern, das dauert 40 Minuten. Sind wir schon bei über einer Stunde, eine Stunde 20. Dann müsste ich diese schneiden, das dauert, sagen wir, eine halbe Stunde bis Stunde. Bin ich bei 2 Stunden, sagen wir mal. Dann muss ich noch andere Videos aufnehmen und so weiter. Es geht sich leider zeitlich nicht aus, weil ich einfach nicht hauptberuflich Let's Playe, sondern nur nebenberuflich. Ich würde es gern tun, sollte ja Let's Playen irgendwann so weit sein, dass ich einen Halbtagsjob habe oder ich von YouTube leben kann in 100 Milliarden Jahren, dann werde ich sowas machen. Aber sowas so ein 100% macht hier Raoul Bobadilla das 3-0 gegen den SC Paderborn. FC Augsburg 3, SC Paderborn 0. Danke. Bitte. Richtig geil. Oh, da hat er ihn reingelupft. Kruse geht da auch nicht zum Ball. 7. Saisontor für Raúl Bobadilla, für den Spanier. Ja, wo war ich denn in diesem Hotel? Es war in Niederösterreich am Arsch der Welt. Das habe ich schon am Anfang vom Video erklärt. Das ist so ein Bio-Hotel, so ein Naturhotel. Da kann man viel wandern gehen. Da sind auch lauter Wanderwege herum. Da sind auch lauter Kräutergärten herum aufgestellt. Es gibt 2 große Hotelkomplexe oder größere Hotelkomplexe. Riesig groß sind die jetzt auch nicht. Aber auch kleinere Gebäude, die so alte Bauernhöfe nachgestellt sind oder auch alte Bauernhöfe waren. Ich war zum Beispiel in dem Gebäude, das hieß auch Bauernhof, und das war richtig cool. Das war halt richtig alt, da war innen alles aus Holz, auch die Einrichtung hauptsächlich aus Holz. Das Zimmer war so in der Dachstrebe. Ich musste auch das Zimmer mit einem Arbeitskollegen, aber auch einem guten Freund teilen. Und während es draußen richtig schwül heiß war, zum Beispiel am ersten Tag, und auch in den Hotelzimmern dasselbe war, weil es in diesem Bauernhof richtig schön cool ist, kühl. Das war richtig geil und angenehm. Hat mir richtig gefallen. Das Essen war richtig geil. Ich habe gefrühstückt. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der hat in der Früh überhaupt keinen Hunger. Aber dadurch, dass ich auch immer absichtlich relativ früh schlafen gegangen bin, immer so spätestens um 11 und dann um 7 aufgestanden bin, hatte ich genug Schlaf und da war ich richtig hungrig dann und habe da richtig gut gefrühstückt. Da gab's so eine geile selbstgemachte Butter mit Almkräutern drinnen, so richtig würzig, bisschen wie Kräuterbutter hat das geschmeckt, so Knoblauchbuttermäßig. Dann Naturhonig. Was pfeift? Ah, es gibt Elfer. Elfer-Alarm im Paderborner Strafraum. So, das brauchen wir uns nicht anschauen. So, Raoul Bobadilla, schafft er den Hattrick in dieser Partie? Wir geben ihm die Chance. Kruse gegen Bobadilla. Bobadilla gegen Kruse. Er läuft an, er schießt! Schießt an die Stange. Nächster Schuss versucht, nächster. Und den hat Kruse vorher brillant gehalten, die Füße zusammengehalten.
War der nochmal abgefälscht? Nee, Kruse mit dem Abstoß. Gibt anscheinend keine Nachspielzeit. Werner. Nochmal den Vorwärtsgang einlegen. 3-0 ist uns zu wenig. Jetzt starten wir auch wieder ein bisschen durch gegen die schwächeren Mannschaften. Und wir gegen die oberen... Oh! Heuberg fast drangekommen, weil die Verteidigung wieder unsicher war. Bobadilla. Schön! Chor! Chor mit dem 4-0! Für den FC Augsburg, was ist denn das für eine Partie? Das ist ja abnormal. Das ist nicht normal, das ist wahnsinnig geil. Kruse kann es auch nicht glauben. Der ist auch schlecht zum Ball gegangen. War auch wuchtig geschossen. Erstes Tor für Dominik Chor im Augsburger Trikot in dieser Saison. Und es geht in die wohlverdiente Halbzeitpause. 4-0 sind wir in Führung. Also das kann sich mal sehen lassen, oder? Wir machen einfach weiter mit dieser Top-Leistung hoffentlich in der zweiten Halbzeit. Das ist ja Wahnsinn. Aber gut, ich habe es mir fast gedacht, dass wir uns gegen die schwächeren Mannschaften da im Tabellenkeller vielleicht wieder erholen können. Nach mehreren schwierigen Phasen in der Saison. Schauen wir mal, ob das so beibehalten wird. Oh, das gibt nochmal den Vorteilspfiff für uns. Das nächste Spiel für Paderborn wird nicht leichter, nämlich die Borussen aus Dortmund werden da antreten, zu Hause. Kachunga. Geht da doch nochmal was nach vorne. Heinloth. Stoppelkamp kann abgelaufen werden, der ehemalige Münchner Löwe. Heuberg. Sollte morgen und übermorgen, ich weiß nicht, wie der Spieltag aussieht, Aue und St. Pauli verlieren oder gar nur einen Punkt machen, dann ist 60 München wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und was noch die geilere Meldung ist, bis zu 50.000 Fans werden in der Arena erwartet gegen den FC Nürnberg im Franken-Bayern-Derby. Also das ist ja Hammer. Da können die Münchner Löwen sich auf wirklich großartige Unterstützung freuen. Und ich freue mich auch, wenn ich da wieder im Stadion bin. Weil das Maximale, was diese Saison drinnen war, waren glaube ich 34.000. Boah, da kommen sie das erste Mal vor den Kasten. Waren 34.000, das war beim ersten Heimspiel gegen RB Leipzig. Da war die Zuversicht noch groß, ne, dass wir aufsteigen. Jetzt ist die Zuversicht relativ klein insgesamt gesehen, dass wir überhaupt die Klasse halten. So schnell kann sich das während der Saison ändern. Aber da bin ich schon richtig gespannt, ob das die Mannschaft, die Spieler motiviert, mutig zu spielen, sicher zu spielen, den extra Push auch noch gibt. Heuberg. Klavan. Oh, schön rüber gespielt. Oh, Fehler. Und gerade noch gut gemacht. Gerade noch gerettet, diese Kugel. Bobadilla verliert die Kugel. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen mehr ein Hin und Her. Vorher ging es ja nur gegen das Paderborner Tor nach vorne. Wenn hier aber auch Heuberg viel Platz hatte. Oh, Altintop. Trifft aber nur das Außennetz.
HSV gegen Freiburg steht es immer noch 0-0. Und bei LASK Linz gegen Mattersburg ebenfalls. Paris Saint-Germain führt gegen Guam durch Edinson Cavani in der zweiten Minute schon 1-0. Und sonst sehe ich da gerade am Live-Ticker kein interessantes Spiel. Aber es gibt Einwurf für Augsburg. Und gegen wen muss eure Mannschaft ran? Gegen welche Mannschaft war eure Mannschaft so schon dran? Oh, Schussversuch wieder. Mölders. Auch knapp daneben. Ja, sie stehen auch ein bisschen besser momentan. Nicht viel besser, aber ein wenig besser. Stoppelkamp. Hupp. Kein Foulspiel. Fair getrennt von der Kugel, aber Fehlpass. Das hat man heute nicht so oft gesehen eigentlich. Aber kann schon passieren, wenn man 4-0 in Führung ist, dann braucht man da nicht so nervös hinten hantieren. Die haben schon ein kleines Polster im Rücken. Tut natürlich der Tordifferenz gut, einfach die Statistik am Ende der Saison erhöhen, besser darzustellen. Und den holen wir, bevor er ins Aus geht. Auch immer wichtig, dass ein Tormann auch die Standards verhindert, indem er rausläuft, die Kugel nochmal abfängt, auch die abgefälschte Kugel nochmal nimmt. Heuberg. Oh, schönes Dribbling. Und das war eher blind mit der Hacke, mit dem Fersal gespielt. Ab zu Vollner auf die rechte Seite. Und der nächste Wechsel. Kotsch kommt rein für Moritz Stoppelkamp, der meiner Meinung nach, der beste Spieler in der zweiten Halbzeit war. Baba mit dem Fernschuss, Kruse, kein Problem. Lakic. Nochmal Lakic, der wollte da flach den Pass reinbringen. Oh, böses Foul. Normalerweise sollte man sowas sofort abpfeifen. Das war ja nur hinten in die Beine rein. Ich hoffe, das sieht man nochmal die Wiederholung, dass die von der Regie eingespielt wird. Und Kruse schnappt sich die Flanke. Kotsch. Willst da irgendwie vorbeischaffen. Pepic. Ja. Grätsche ging daneben, Kajubi macht's richtig. Und jetzt auch die gelbe Karte für Pepic eben, für die Nummer 23 der Paderborner. Oh, ich habe das nicht weggedrückt. Danke, Regie. Mölders, 4 Minuten Nachspielzeit. Zur Eckfahne müssen wir nicht unbedingt laufen. Dazu gibt es keinen Grund. Wir müssen nichts absichern. Das sehen Sie auch so. Er wollte dann nochmal Mölders anspielen. Reinhardt. Altintop.
Abseitsposition von Altintop auf der rechten Seite. Ja, zu früh wieder losgestartet. Typisches Problem in dieser schwierigen mittelklassigen Saison der Augsburger. Und wir gewinnen aber 4-0 gegen den SC Paderborn. Völlig verdient. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr an der Leistung der ersten anschließen, aber das wollte ich nicht. Aber es kann uns relativ egal sein. Wir haben auch ziemlich viel freigeschalten. Wie sieht es denn in der Tabelle aus, meine Freunde? Wir haben auch wieder zu Null gespielt. Ja, immer noch 8 Punkte weg von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Europa League Startplätze. Ich sage auf jeden Fall, wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal gegen den VfB Stuttgart. Euer Patrick Anelp. Tschüss, Leute.